Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir sind hier in der Kathedrale neben der Königin, aber sie will sich nicht retten lassen. Irgendwas ist hier jetzt falsch. Warum wollt ihr denn schon gehen? Bitte bleibt doch hier und genießt die Zeit mit uns. Mahaha. Natürlich seid ihr alle Dämonen. Das war zu leicht. Das war viel zu leicht. Deswegen konntet ihr ja nicht die echte Königin und ihre Gefährten sein. Aber wir werden das hinbekommen. Sorgt sich nur für danach wieder unsere Zeit zu bekommen. Aber Luca ist ja auch irgendwie hierher gekommen. Aber sie hatte keine Zeit, es uns zu erklären. In der ganzen Sache mit Mali. Lass uns immer noch am Leben. Waffen wegstecken. Wir haben viel Athenwater, Essendia Water, würde ich mal sagen. Haben wir viel bekommen. Na, jetzt geht, denke ich, nur noch eins ab durch die Mitte. Was? Ich wollte eigentlich gegen euch kämpfen. Wir können jedes Level abgebrauchen. Ja, vielen Dank, dass du gleich mal Luca verprügelst. Das hat weh getan. Habe ich es eigentlich schon erwähnt, aber Chrono ist ein stummer Held, der redet niemals in diesem Spiel. Immer müssen die anderen für ihn reden. Was haltet ihr eigentlich so von stummen Helden? Ich finde das oft ein bisschen nervig, wenn die keine Stimme haben. Wahrscheinlich wollen sie, dass der Spieler sich fühlt, als ob er sich halt mit dem Helden verbinden kann und er kann halt nicht im Spiel reden, aber naja. Ich finde es toller, wenn sie eine Stimme haben. Jetzt müssen wir nur noch den einen da und dann gehen wir runter und tun noch die anderen erledigen. Hey, wieso bist du nicht tot? Und tu hier nicht so wild herumrennen. Sterben. Seht euch das an, wir sind schon wieder alle verletzt. Aber das geht eigentlich noch. So. Aber wie haben wir die Stacheln da oben wegbekommen? Bin mir sicher, das ging. Los, Frog, mach ihn fertig. Na, diesmal gab es natürlich kein Critical. Das hat doch gereicht. Okay, hier sind nochmal Schlangen. Oh nee, da sind ja die dabei. Jetzt bleibt uns nichts alles übrig, als zu heilen. So, ach, wir machen eine Combo. Fireball. Und du kannst erstmal Luca heilen, falls du überhaupt noch dazu kommst. Ja. Weil die sind jetzt alle tot. Diese Combo ist echt mächtig. Aber wir haben halt nicht ewig viele Tech-Punkte. Ah, ein Speicherpunkt. Das heißt, wir können jetzt hier speichern. So. In meinem anderen Spielstand könnt ihr noch sehen, was wir alles für Charaktere kriegen, aber naja. Da schaut ihr jetzt nämlich ja nicht so genau hin. Da bei Speicherpunkten können wir auch sowas wie Zelte benutzen. Noch eine Truhe. Ah, Shelter, das dürfte es sein. Können wir einen Speicherpunkt benutzen, damit es uns wieder gut geht. Genau. Aber wir wollen uns hier noch ein bisschen umschauen. Mann, das war fies. Ist du ein Gegner? Er schläft. Nein, stopp, du Idiot. Ich hab schon eine Million Mal gesagt, das ist bloß ein Köder. Hm? Ha, ihr seid hinter mir hergeschlichen, was? Du hättest wohl gedacht, ihr seid klug. Du Idiot, Mann, du hast voll gepennt. Naja, wir sind voll in die Falle gerannt. Auch nicht gerade gut. Okay, nur eine dieser Underlings. Die waren ja leichter erledigt, als ich dachte. Soll ich noch ein bisschen heilen? Schauen wir erstmal hier rein. Fledermäuse. Ich nehme an, wir müssen da jetzt lang. Mad Bad. Die drückt die Feder aus, ey. Sie saugen uns ja das Blut aus. Also jetzt wird's. Shit. Ist wohl eine Sache für Luca vor allem. Mit der Waffe gegen fliegende Gegner. Okay, jetzt war sie so nah, dass sie den Hammer genommen hat. Die halten ja kaum was aus. Wir müssen jetzt Luca mal heilen im nächsten Kampf. Noch eine Fledermaus. So kommen wir eigentlich wieder hoch.
Nee, wir müssen hier durch. Na dann tun wir den Kampf nochmal einleiten. So, ja, nehmen. Eigentlich will ich kein Kombo, ich will ein Slurp auf Luca. Und ihr beide greift bitte an. Ach, Chrono, jetzt hör doch auf, daneben zu schießen. So halten die nichts aus. Na, willst du diesmal nicht angreifen? Klasse. So. Oh. Wow, das sind viele. Ich würde sagen, Chrono greift den Anderling an. Frog auch. Sobald Luca dran ist, greift sie die Fledermaus an. Dann müssen wir Chrono unbedingt heilen. So, das ist erledigt. Und Chrono braucht mal einen Potion. Und einen Slurp, damit du voll geheilt wirst. Okay, Luca greift den Anderling an. Und nicht so viel. Jetzt darf Fock auch wieder angreifen. Immer schön auf die HP achten. Einer ist noch übrig. Na komm, stirb. Sag mal, wieso hast du so wenig Schaden gemacht? Weil die so gut gepanzert. Wir haben viel Geld, wenn wir hier fertig sind. Noch ein Trank? Ein Panacea, da steht was. Da ist ein Schild. Kein Eintreten. Ja, ich sehe keinen Gang. Hier komme ich nicht durch. Jetzt müssen wir uns wohl um den hier kümmern, der wieder seine Mitstreiter ruft. Na, wir machen es wie eben. Chrono und Fock leiten die Anderlings an. Und Luca kümmert sich um die Mad Bat, damit die erledigt ist. Ach, da ist noch eine Mad Bat. Ja, auf unser Blut auszusaugen. Gut, kümmert euch um den Anderling. Macht diesen coolen Zweimal-Schlag. Ich habe noch gar nicht den coolen Theme von Fock gehört. Bringen nämlich alle ihren eigenen Charakter-Theme mit. Ich sag euch, wenn es soweit ist. So, wenn wir hier den toten Schädel drücken, werden wir die bloß wieder rufen. Stimmt's? Diablo? Noch mal auf den Diablo. Wir sind inzwischen zu stark für die Diablos. Jo, hör auf damit. Und du greifst die Mad Bat an. Diesmal mit dem Hammer. Oh, wenigstens triffst du immer. Schöner Kick. So. Vielleicht müssen wir doch auf den Schalter drücken. Werden wir gleich probieren. Erst kümmern wir uns um diese beiden. Luca greift bitte die Mad Bat an und Frog den Anderling. Was Mist? Verdammt nochmal! Die ganze Zeit hat es doch geklappt. Oh, Frog muss geheilt werden. So, greift den Anderling an, greift die Mad Bat an und du heilst dich. Schon wieder Mist. Okay, so sieht es aus, wenn er sich selber heilvoll beknackt. So, angreifen. Den Schalter drücken. Hier muss doch was passiert. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ah, hier können wir ja rein. Ah, hier sind Stacheln verschwunden. Und hier gibt's wirklich viele Gegner. Ich glaube, es wird wieder Zeit für unseren Zwirr. Jo, warte mal kurz. Frog, du greifst den Diablo an. Luca, wie wär's, wenn du mal dich auflädst? So, wir machen einen Firewall. Die beiden Underlings. Okay, die beiden sind erledigt. Aua.
Na, dann greife ich mir den Anderling an und den Diablo. Du kommst zuerst weg, du bist schwächer. Jetzt muss ich mir noch den letzten Anderling fertig machen. So. Iron's Ward, ich glaube, das ist eine Sache für Frog. Der benutzt ja Schwerter. Jawohl. So, bevor wir weitergehen, werde ich nochmal Richtung Safe Point gehen und mal das Shelter benutzen. Eigentlich will ich jetzt Items benutzen. So, Item. Shelter. Benutzen. So, wir sind alle geheilt. Sehr schön. Müssen wir nur noch speichern. Wieder auf irgendwelche Prinzess. Eine verschwundene Prinzessin. Wir sind im Mittelalter, das haben wir herausgefunden. So, das letzte Mal war schon die Orgel. So, jetzt ist wohl die Tür aufgegangen. Ach, wir müssen ja hier lang. Gut, dass wir uns hier schon um alles gekümmert haben. Wir laufen zu unserem Zielpunkt. Wenn ihr so sicher seid, so gut durchzugehen, dann... schon wieder ein paar Enderlings. Naja, wir sind jetzt voll geheilt. Aber es dürfte jetzt auch gleich der Bossgegner kommen. Hier hauen wir einfach drauf. Wir sind inzwischen ganz schön gut gelevelt. Ach, Melo. Wow, aua. Du hast uns ganz schön weit weggestoßen. Schön wieder ein Level-Up, Chrono. Mal schön die Karte aufmachen. Och, nee. Hier jetzt zum Losstrittnagers. Ihr seid ätzend. Ich mag euch überhaupt nicht. Aber jetzt sind wir viel stärker. Jetzt soll es eigentlich kein so großes Problem mehr sein wie die ersten vier. Jawohl. Drei Attacken und sie ist erledigt. Frag mich, was passiert wäre, wenn wir gesagt hätten, wir gehen nicht mit Fork mit. Wir dann alleine in die Kathedrale gegangen wären. Halt nur, bei Eve hat sie gelernt. Müssen wir uns bei Gelegenheit mal anschauen, was die macht. Ihr Hypno Wave. Oh. Ach, da ist ja noch ein Safe Point. Ihr seid ja richtig fair mit Safe Points. Am Kampf verschwindet er natürlich. Na, lass mein Chrono in Frieden. Wie gesagt, es kommen heftige Bosskämpfe in diesem Spiel. Da können sich ja nicht mal ein paar Mal versagt. Wirklich. Und ein neues Level für Luca. So, jetzt erstmal speichern. Ach nein! So. Als nächstes dürfte eigentlich unser Boss-Battle kommen. Ja. Bereitet euch vor, Königin Lene. Es ist Zeit, dass ihr euer, dass ihr dieser Welt Lebewohl sagt. Du! Nee, ihr, wie seid ihr hier hereingekommen? Flieht, Euer Majestät! Wir sollen uns um diesen Feind kümmern! Sei vorsichtig! Ja, Fork ist sowas wie der Leibwächter der Königin! Hahaha! Es gibt keinen Sinn zu kämpfen! Keiner von euch wird diesen Ort lebend verlassen! Ja, der ist in Wirklichkeit ein Dämon! Du Frosch bist inakzeptabel! Lass uns mal sehen, wie du deinen Weg hier heraushüpfst. Es ist genug von dieser Kanzlerscharade. Dieses Geräusch tut in den Ohren weh. Ja, eigentlich so eine Art Maulwurfsbestie. Kanzler hat sich hinter ein Yakra transformiert. Und Boss Battle. So. Der ist ziemlich stark, deswegen wollen wir gleich mal mit der Combo loslegen. So, und jetzt rastet er nämlich aus.
So. Deswegen müssen wir mal aufpassen, dass man rechtzeitig heilt. Wow. Der hat eben... wachsen gerade Beulen. So, Frock halte ich gerade mal auf Abruf. Weil er jetzt gleich wieder wahrscheinlich sein... Okay, er macht einen Nadelattack. Das hat er getan. Also bitte Chrono heilen. So, wir wollen wieder Fireball machen. Und nachdem Frock so weit ist, wird er wieder Chrono heilen, bitte. Seht, wie viele HP das Viech hat. So, Chrono heilen. Wir machen weiterhin den Fireball. Gut, dass wir jetzt so fleißig gelippelt haben. Ich kann auch den X-Strike machen. Ach, ich zeig mal kurz, wie es aussieht. So, und wir gucken, was das ist. Sie werden alle... Gegner werden schlafen, okay. Ich werde mal den Flamethrower so einfach so machen. Tut ihm weh. Ach so, wenn er weit weg ist, macht er eine Konterattacke. Nun, das hat schon ein bisschen weh getan. Ihr macht bitte wieder den Fireball. Und du heilst jetzt bitte Luca. Ja, sehr gut, er ist schön nah. Bei späteren Kämpfen muss man wirklich aufpassen, wie welche Art die stehen. Da man immer noch schön nah ist, können wir das machen. So, heil noch Chrono. Dann kannst du auch mal wieder in den Kampf eingreifen. Oh, das war's schon. ...50 XP nur. Und Slash gelernt. Oh, die Königin ist ja wieder hier. Danke, Frog. Ich wusste, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Eure Majestät erwartet euch sehr begehrend. Wir sollten zum Schloss zurückkehren. Ich danke euch, Chrono und Luca, für all eure Hilfe. Und ich danke euch ebenfalls. Bitte begleitet uns doch zum Schloss. Ihr werdet unsere höchst willkommenen Gäste sein. Das, was wir eigentlich hören, ist, glaube ich, Lukas. Wir haben ein Essa bekommen. Mit Essa, das dürfte unsere TP. Oh, der echte Kanzler. Oh, vielen Dank. Das Monster hat mich hier wie ein Sack Münzen gesteckt. Na, dann befreien wir ihn mal. Oh, Eure Majestät. Ich bin unbeschadet, wie ihr sehen könnt. Na gut, ich würde sagen, wir beenden den Part hier und machen dann am nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.